Es ist höchste Zeit. Letzte Einkleidung vor den Olympischen Winterspielen. Ich bin ja schon dabei. Die deutschen Snowboarder arbeiten sich mühsam durch den Kleiderberg. Rund 70 Einzelteile. Und die müssen genau nach Vorschrift kombiniert und getragen werden. Die meisten Sportler sehen noch gar nicht durch. Ich will jetzt ehrlich gesagt nachschauen, das weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, das hier ist die normale Kleidung, die man im Dorf trägt. Auch dieser Snowboarder hat den Überblick verloren. Das hast ja schon wieder alles durcheinander. Hier, das ist der Reiz. Die Betreuerin vom Snowboardverband greift ein. Da. Schau mal, ich gebe dir das noch mit. Das nimmst du mit, ehe du dich anziehst. Ja? Anziehen nach Plan, das ist hier die Vorschrift. Die haben wir schon. Ob ich das alles alleine gepackt bekomme? Erstmal, ob es alles reingeht. Mit Zettel funktioniert das. Der Mann ist Arzt, der ist das gewohnt. Trägt er nicht die korrekte Kleidung, kann das für den Sportler eine Vertragsstrafe bedeuten. Es ist genau geregelt, wann der Athlet was anziehen muss. Es gibt eine Einmarschuniform, eine für den Botschaftsempfang und diverse Reisekleidung. Die Anlässe sind unter den Sponsoren klar aufgeteilt. Das ist das, was die Leute alle auf der Reise anziehen müssen, quasi wenn sie hier losfahren, bis in Vancouver. Und das muss auch ganz strikt eingehalten werden. Also man kann nicht sagen, ich ziehe meine Lieblingsjeans an und mein Lieblingssweatshirt. Das ist die Gegenleistung für die Firmen, dass man das dann anzieht, um auch so wahrgenommen zu werden. Und das ist mit den Sponsoren vertraglich geregelt. Snowboarderin Amelie Kuber, eine der deutschen Medaillenhoffnungen. Auch sie hat keine Wahl. Sie muss anziehen, was vorgeschrieben ist. Sind das so für Snowboarder richtig angesagte Sachen oder nicht? Ja, ist gut. Hier bekommt sie nur die Kleidung für offizielle Anlässe. Das, was sie auf der Piste braucht, darum muss sie sich selbst kümmern. Die Wettkampfhandschuhe zum Beispiel bekommt sie aus Oberammergau. Der Mittelständler ist bei Wintersporthandschuhen Weltmarktführer und stattet viele Olympioniken aus. Das ist eigentlich kein wirtschaftlicher Aspekt, sondern das ist in dem Sinne eine Marketingmaßnahme, die wir sehr gerne natürlich durchführen. Zumal sie auf diesem Wege auch ihre neuesten Handschuhe vermarkten können. Zum Beispiel ist es dieser Handschuh mit dem Duo-Component-System. Das ist ein Fingerhandschuh, offensichtlich, aber den kann man zum Fäustling umwandeln, wenn es friert im Sessellift. Dann kann man hier diesen Fäustlingsüberzug über die Finger stülpen, ganz einfach. Und schon hat man einen Fäustling in der Hand. Über 1 Million Paar Handschuhe verkaufen sie jährlich. In diesem Winter läuft das Geschäft besonders gut. Neben den Deutschen haben auch viele Olympioniken aus anderen Ländern Handschuhe geordert. Zum Beispiel für Abfahrt und Riesenslalom. Da sieht man schon, das ist wirklich ein sehr spezieller Rennfahr-Skihandschuh, der hier durch diese ganzen Carboneinsätze und so weiter einen optimalen Schutz für Rennlauf und für Stangenschutz und so weiter gewährleistet. Also irgendwas war da vorher anders. Amelie Kober hat noch so einige Probleme mit den Unmengen Kleidung. Die Tasche platzt beinahe aus allen Nähten und dabei sind ihre privaten Sachen noch nicht einmal dabei.